Moin Kinders, es gibt jetzt endlich auch mal Original Content auf dem Zweitkanal, was ich schon länger machen wollte. Und zwar werden wir einmal alle Pokémon nach ihren Typen in diesem Quiz versuchen einzugeben und mal gucken, wie gut ich bin. Zwei Sachen vorweg. Erstens, der Link zur Seite ist unter der Videobeschreibung. Und zweitens, der Fairness halber, ich habe das mal von Timo vorgeschlagen bekommen. Und deswegen dachte ich, ich fand das eigentlich ganz cool und deswegen wollte ich das auch machen. Ich wollte aber trotzdem mal die Shoutouts geben, denn das soll es schon sein. Man muss fair sein. Dementsprechend, ich habe das zuerst bei Timo gesehen. Von dem her, wenn ihr das nochmal von ihm sehen wollt, schaut gerne einfach bei ihm auf dem Kanal vorbei. Aber ja, wir werden heute einmal, anfangen mit dem Normaltypen. Ich bin sehr gespannt. By the way, für die Leute, die öfter in Streams dabei sind, nicht wundern, ich habe die Facecam einmal gespiegelt. Einfach nur, damit ich auf den Bildschirm gucke und im Video dann quasi, dass ihr seht, einmal haut quasi auch da hoch guckt. Das sieht einfach ein bisschen ästhetisch aus, als wenn ich jetzt die andere Seite gucke. Dementsprechend, so, wir gucken einmal nochmal ganz kurz, ob wir die Einstellungen haben. Wir fangen, wie gesagt, mit den Normal-Pokémon an. Wir erlauben Deutsch und Englisch, das heißt, ich kann die deutschen und die englischen Namen eingeben. Ich finde, das ist eigentlich das Fairste so ein bisschen, weil manche Mons, die hast du halt erst straight mit, wie soll man sagen, Englisch im Kopf. Deswegen Englisch oder Deutsch finde ich komplett fein. Shadows brauchen wir nicht, die können wir von der Nano anmachen so. Ich würde jetzt erstmal 10 Minuten machen. Wenn ich merke, dass das zu wenig ist, werde ich das vielleicht für die nächsten Videos nochmal ein bisschen erhöhen, aber wir gucken einfach mal. Timer machen wir Set jetzt mal auf 10 Minuten und sobald ich das erste Pokémon eingebe, geht's dann auch los. Wir haben 119 Pokémon, die wir erraten müssen. Das ist eine Nummer. Deswegen, ich gucke mal ganz kurz, die Aufnahme läuft. Die Aufnahme läuft ebenfalls. Wunderbar. Das heißt, wir fangen an mit Taubsi. Dann haben wir Tauboga. Kann ich den Sound hier nicht ausmachen? Wobei, ihr hört den nicht. Ich bekomme immer so ein kleines... Oh, Tobus. Genau. So einen kleinen Sound, wenn das Ding reinkommt. Ist auch direkt in der Mega drin. Okay, dann machen wir auch direkt... Relaxo fürs G-Max. Ditto haben wir noch. Wenn wir gerade in der ersten Gen sind, Tauros. Mir fällt als erstes gerade Hytyra ein. Dann haben wir. Ich glaube, noch mit einem Ende. Ja, mit einem Ende was. So, dann haben wir natürlich Habitak. Ibitak. Radfrat. TZ? Okay. Radikal. Porenta haben wir noch. Dann haben wir Dodu. Dodri haben wir auch noch. Schlorp fällt mir ein. Ich war ja nicht relativ safe, dass ich den vergesse. So, was haben wir denn noch für normale Megas? Kangama. Kangama haben wir auf jeden Fall noch. Das war da noch dazwischen. Machen wir mit Johto weiter. Haben wir Visor. Und Visenior. Perfekt. Ach nee, warte mal, Pipi ist ja nicht, ich war gerade bei Pipi, weil ich da nirgends war, aber... Fluffeluff hatten wir. Farbigel. Miltank. Damia. Plex haben wir auf jeden Fall. Wir haben, keine Ahnung. Wir machen mal weiter mit Zickzacks und Geradax. So schreibt man den, ja genau. Wablu gibt es auf jeden Fall noch als Normal Type. Okay, stimmt, ich kriege ja auch direkt Galar und das. Dann können wir auch Barrikadax einmal direkt reinmachen. Was für Normal G-Max Mons gibt es nochmal? Halleluja, und Hisui haben wir. Zoroa und. Wie schreibt man damit hier? So? Tier, so schreibt man den, okay. Gibt noch einen Hisui Normal Mon. Heieiei. Sind jetzt bei 7. Ich glaube, ich hätte doch eher 15 Minuten machen müssen. Ich glaube, 15 wäre tatsächlich besser gewesen. Ich struggle jetzt schon ein bisschen. Halleluja, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Mangunio haben wir auf jeden Fall. Wobei, wir können auf jeden Fall mal Huthut, Noctu, Schwalbini, Schwalboss und dann haben wir Bummels, Letaking. Letaking ist auch gut. Letaking und Vigoroth. Gut, dass ich den da englischen Namen gerade hatte. Mund hier war es, genau.
So, dann können wir ein Sinnoh einmal weitermachen mit Staraptor. Dann haben wir natürlich noch Bidiza und Bidifas. Unova haben wir Dusselgur. Da gibt es noch vier andere da vorne? Halleluja. Okay, warte mal. Dusselgur, Navitaub und Fasasnob. So, stimmt. Wir haben nämlich Kukmada und Nagelotz war's. Nagelotz haben wir noch und dann haben wir noch Terrybark, Bisbark und Yorklef. In Kalos haben wir da Tiri. Okay, nee, da tickt, das war schon Flugfeuer, okay. Was haben wir nochmal als Normal Type? Grabbit, hier. Grabbit und der Hase. Oh, da fällt gerade Schlappo ein, ne? Für Dings noch und Haspirohr, wo wir gerade bei Hase waren. Boah, wie hieß die Vorentwicklung von Grabbit? Bin ich dumm oder was? Das ist ja richtig kacke gerade. Was gibt's noch in Hoenn? Normal Types aus Kecleon. Sengo. Nach Sengo und Kecleon kommt noch eins. Unova hat Meloetta. Ist noch das Legi. Haben wir einen Hohen, uns die zwei nochmal. Mega-Entwicklung auch nochmal Schlappohr, stimmt. Oh doch. Damit haben wir auch das letzte Mega noch. Aber es gibt noch zwei G-Max. Was für G-Max Normal Mons gibt's noch? Aber Mango Spector haben wir noch nicht. Mango Spector mit K? Okay, mit K schreibt man den. Mango Spector, das Flugmon in Alola. Trompec, ja. Tukanon. Und die erste Stufe war Trompec, Tukanon. Wie hieß die erste Stufe? Gott im Himmel! So, Galar hat auf jeden Fall. Oh, ich bin gerade echt enttäuscht, dass ich nur 62 von 119 gerade nach Typ habe. Und die Zeit rennt mir. Ich glaube, ich werde tatsächlich auf 15 bei den nächsten Stellen machen. Wie hieß die Vorentwicklung von Trompec, mein Gott? Warte mal, was haben wir denn nochmal in der ersten Gen? Taubsieter, Boga, Taubsieter, Ratika, Ibitak. Vier fehlen da noch. Porenta haben wir auch. Relaxor. Hier alles einmal. Mauzi. Machen wir da mal nochmal Dings. Sonst nur Billikat haben wir noch. Vor Mauzi gibt's auch nochmal was. Normal mal noch vor Mauzi. Normalmon vor Mauzi. Welches Normalmon kommt nochmal vor Mauzi? Ah. Hoenn hat auch nochmal ein paar. Die haben, glaube ich, nur Sengo. In der Arena haben sie nur Sengos, Geradax, Schwalbos. Was hat schon zwei noch alles? Girafarik. Das war noch drin. Regigigas. Wenn ich schon bei den Megas bin. Nach Regigigas kommt nochmal ein Normalmon. Arceus. Gott, bin ich dumm. Ich finde schon, dass das Arceus hier die Farben einfach wechselt. Das kannst du wahrscheinlich bei jedem Typen reinschreiben, kann ich mir vorstellen. 67. Komm, zwei will ich schon noch haben. Für die 69 will ich schon noch. Ich bin echt gerade ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, ich muss mich da echt wieder ein bisschen mehr reinfuchsen. Halleluja. Megas haben wir. Hisui 1 und G-Max 1. Evoli. Gott, bin ich dumm. Nach Evoli kommt noch eins. Ditto hau ich. Evoli hau ich. Welches Normalmon kommt nochmal nach Evoli?
Galar. Wie heißt nochmal? Nicht Kleptifuchs, da gibt es dieses andere Normemon am Anfang. Ah, Schlaraffel und Raffel? Genau, okay, das war's wegen schon mal. Aber jetzt haben wir sogar über den 69. So, ich dachte, mein Handy hat vibriert. Was gibt's nochmal für Normemons in Carlos noch? Wir haben alle Flugdinger, weil in Galar gibt's das ja nicht, aber. Es kann so nicht sein. Trompec, Tukanon, Pepek. Oh Gott im Himmel. Weil mir das zumindest jetzt noch einfällt. Unova haben wir auch noch einen Haufen, die mir fehlen. Warte, Unova sind Kopien. Nicht Tauros, sondern Bisofang. Waschaquil. Hieronymats. Ich habe mehr von Unova, als ich dachte. Diggersby. Mir fällt der Name von der Vorentwicklung von Diggersby gerade echt nicht mehr ein. Halleluja. Okay, mit Typen habe ich mir das echt leichter vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Nicht Hopplo, sondern ah. 10 Sekunden, komm schon, gib mir den ein. Ne, das ist fertig. Halleluja. Okay. Ich hab Pummeluff und Knuddeluff vergessen und Porygon. Ich hab Dummiesel vergessen. Ich bin's nicht mehr würdig zu leben. Ja, gut, die komplette Porygon-Reihe ist natürlich. Skoppel war der Kackname. Halleluja. Gut, da in Gen 3 haben wir super viel vergessen. Was war nochmal das Hisui? Ja, okay, stimmt. Hisui war Osaluna. Das hat noch gefehlt. Wollock und Wolli haben wir vergessen. Okay, ich habe Plaudergeil vergessen. Mamfaxo auch. Voneira. Schnurgas, Charmian, Porygon, Schlobleck, Abitur für Pico, Chilla, Chilla bei Sesuke zum Konio wird sehr gut, mein Gott. Aber Leufeo hätte ich auch noch wissen können. Elisart hätte ich wissen können. Amigento und Typ 0 waren halt geschenkt, ne? Die waren halt wirklich geschenkt. 74 von 119. Enttäuschend, aber ich glaube tatsächlich, ich werde nochmal ein bisschen hochgehen. Vielleicht machen wir 13 Minuten. Ich finde 13 Minuten eigentlich okay für nächstes Mal. Aber trotzdem, gibt es hier irgendwo eine Statistik? Nee, okay, gibt keine Statistik, wer wie viel geschafft hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich sehr über eine positive Wertung freuen. Wir werden hierfür auch mal wieder das alte Intro einfach für den Kanal jetzt nutzen. Das alte Outro. Von dem her, wenn ihr das Ganze selber mal machen wollt, unter der Videobeschreibung ist der Link dazu. Schreibt mir gerne rein, wie viel ihr geholt habt. Seid ehrlich, ihr seht auch, wie ehrlich es bei mir ist. Also, das ist nicht was, worauf ich gerade stolz bin. Aber trotzdem, würde mich sehr über eine positive Wertung freuen. Lasst ein Abo da. Ich will unbedingt, dass dieser Kanal bis Dezember die 1000 Abonnenten schafft. Und ich werde da reingrinden, dass wir das schaffen. Von dem her, würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann und ciao.